geliebte Menschenfamilie, voller Freude lade ich jeden einzelnen von euch heute ein, die Botschaft der Sternensaat zu empfangen. Dafür, dass du diese Botschaft auch in allen ihren Energien empfangen kannst, bitte ich dich, dich auf dein Herz und auf deinen Atem zu konzentrieren. Spüre dein Herz und spüre deine Ich Bin-Gegenwart. Spüre das Leuchten deines Herzens und die Größe deiner Seele. Spüre deine persönliche Strahlkraft, denn ich werde nun die Wesen der Sternensaat einladen, uns mit ihren Energien zu unterstützen. Und so halte du die Energie, in welcher du dich gerade befindest. Und lass dich so tief fallen in die Energien der Sternensaat, wie es dir möglich ist. Man nennt mich Istret. Und so wurde ich ausgewählt, heute zu dir zu sprechen. Ich trage das Licht des höheren Bewusstseins aus der göttlichen Liebe heute zu dir. Und ich bin gekommen, um denjenigen unter euch zu zeigen, ob sie mit der Energie der Sternensaat verwandt sind. Ich werde dir die Möglichkeit geben zu fühlen, ob du zu diesen Wesen dazugehörst. Und so lade ich dich ein, meine Energie zu fühlen. Ich habe mehrere Freunde der Sternensaat gebeten, die Energien für dich zu halten, wenn wir dich einladen, in die Energie einzutauchen. Und so hat sich ein Teppich der Sternensaat gebildet, der dich tragen wird, der ganz weich und sanft ist. Und wenn du bereit bist und dir erlaubst, auf diesen Teppich aufzutreten, dann werden die Energien sich mit dir verbinden. Und so tue dies nun mit einem tiefen Atemzug. Und wie von ganz allein wirst du angehoben auf die Energie des Sternensaat. Fühle nun diese Energie und spüre das besondere Licht, spüre die besondere Weisheit. Und spüre, wie die Energie
sich mit dir verbinden möchte. Erlaube deiner Seele, dich einfach hinzugeben und zu genießen. Du spürst genau, ob sich diese Energie fremd anfühlt oder ob sie ein Teil von dir ist. Du spürst dies jetzt in diesem Moment. Und so habe ich, Istrid, etwas für dich vorbereitet. Und ich habe auch eine Botschaft für dich. Eine Botschaft für alle Menschen auf der Erde. Und so sind wir, die Wesen der Sternensaat, sehr nahe bei dir. Einige von uns sind inkarniert und einige von uns tragen und halten die Energien. Wir wirken alle zusammen mit dir, um die höheren Dimensionen auf die Erde zu bringen und die Erde anzuheben. Es kommt auf dich drauf an. Auf deine Strahlkraft und auf dein Licht. Wir möchten jetzt alle Menschen unterstützen. Und so haben wir in der Mitte der Erde eine Lichtsäule errichtet. Diese Lichtsäule wird nun heute mit deiner Hilfe eine besondere Strahlkraft entwickeln und wird sie so vergrößern und unterstützen, dass ihre Energie bis auf die Erdoberfläche hinauf fließt. Und so senden wir nun unsere komplette Liebe, unser helles Licht mit deiner Hilfe in den Erdkern, in das Zentrum dieser Lichtsäule. Wenn du magst, darfst du dich mit dem Zentrum der Erde verbinden. Und du darfst die ganz große Liebe fühlen, welche hier von Mutter Erde für dich bereit liegt. Und so tauchen wir nun zusammen in diese wundervolle Liebe hinein. Und wir tragen diese Liebe durch die Lichtsäule hinauf bis auf die Erdoberfläche. Und dort verteilt sich das Licht der Liebe. Und dieses Licht der Liebe ist unsere Unterstützung für alle Menschen, welche gerade eine schwere Zeit durchmachen. Dieses Licht der Liebe berührt die Seelen deiner Brüder und Schwestern und es öffnet ihre Herzen. Es hilft zu verstehen, dass alles dem Großen und Ganzen dient. Und dass wir uns hier gefunden haben, um zusammen
das göttliche Licht weiterzugeben, um zusammen den Aufstieg von Gaia zu ermöglichen. Und so strahlt nun aus dem Universum Gottes Liebe auf die Erde, verbindet sich mit dem Licht von Gaia. Und es entsteht ein Mantel der Liebe, ein Mantel des Schutzes, des höheren Bewusstseins. Und wenn du bereit bist, dann erlaube dir, selbst diesen Mantel zu fühlen, wie er sich ebenfalls um deine Schultern legt und dich fühlen lässt, wie du mit Mutter Erde und der höheren Liebe Gottes verbunden bist. Denn dies ist dein Weg zu verstehen und zu existieren, zu verstehen, dass du ein Teil von dem Großen und Ganzen bist und dass dein Licht sehr wichtig ist, dass du mit deinem Licht, mit deinem Verstehen alles ändern kannst, alles in die höheren Dimensionen hineintragen kannst, was eine niedere Schwingung hat. So trage diesen Mantel bewusst, immer dann, wenn dir danach ist und du für das Große und Ganze wirken möchtest. Voller Freude blicken wir zu dir, blicken meine Schwestern und Brüder der Sternensaat zu allen Menschen, die heute hier versammelt sind. Und wir bedanken uns voller Liebe bei dir, dass wir heute für dich wirken durften. Und sei dir versichert, dass wir immer hier sind, dass wir so lange bei dir bleiben werden, bis alles vollendet ist. Und so lassen wir nun goldenen Sternenstaub auf dich hinabrieseln, als Zeichen unserer Dankbarkeit und verabschieden uns voller Freude von dir. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Du bewegst Hände und Füße. Und bist wieder ganz da. Dieser Mantel ist so schön. Und er gibt mir so dieses Gefühl der Verbundenheit, der Zugehörigkeit und erinnert mich, ja, an meine Aufgabe. Und ich hoffe, dass es dir auch so geht, dass du jetzt gestärkt hinausgehen kannst in deinen Alltag zu all den Aufgaben, die du dir selbst persönlich gestellt hast. Und sei dir sicher, du bist nicht allein, niemals. Wir unterstützen uns auch gegenseitig. Ja, und wenn dir die Botschaft gefallen hat, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel und erfahre sofort,
wenn das nächste Video von mir wieder rauskommt. Ich danke dir sehr für deine Liebe und für dein Licht. Tschüss.